Hallihallo YouTube, hier ist wieder der PippePipVK. Also, ich habe mal so gecheckt und wie es aussieht, ist mein Video ja gar nicht so schlecht bei euch angekommen, was? Naja, ich habe bemerkt, dass mir der Mr. Rex mit 3R, also Mr. Rex 333, das Kommentar geschrieben hat: Mach noch ein Video. Hier kommt nun Paul, Episode 1 von meinem Let's Show. Wenn ihr wollt, dass ich diese Videoreihe etwas anders benenne, müsst ihr mir das nur Bescheid geben, sagen, kommentieren. Ihr wisst ja, wie es abläuft, ne? Wie halt bei den meisten YouTubern. Nur, dass ich es so mache, dass ihr die komplette Wahl habt, wie ich das alles machen soll. Für die Personen, die wissen wollen, wie man den Bug, also das Vorderteil des Schiffes, selber nochmal baut, werde ich ein weiteres Video oder eher gesagt Tutorial auf Bitten der Personen hochladen. Also, jetzt muss ich kurz nachdenken, wie viele Weizer bin ich jetzt gegangen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30. So. Das sollte jetzt eine 30er Länge noch dazu sein. Jetzt werde ich noch mal kurz nachsehen, wie lang das Schiff jetzt ist. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 30, 31. Plus nochmal die 30 Länge, die dazukommen, sind wir bereits bei einem Schiff, bei einer Schiffslänge von 61 Steinen. So, das werde ich jetzt mal schnell machen. Ne? Ah, shit. Einen Moment. Ich werde mir mal wieder meine allseits bekannte, oder wie man es bereits vorne gesehen hat, einen Moment. Ich muss mal kurz Musik ausmachen. Denn die hat ziemlich irritiert und tat mir in den Ohren weh. Also für die Personen, die es wissen wollen, das Schiff hat bis jetzt eine 17er Breite und wird 269 Steine lang. Und wird die Eigenkonstruktion eines Schlachtschiffs werden, wenn es fertig ist. Das war ich ja nicht. Ich mache ein Video. Also, ne, weiterhin wird das Schlachtschiff über 4 Drillingskanonen besitzen, die ich selber angefertigt habe. Und, naja, also es wird ein vielleicht bescheidenes Schiff im Gegensatz zu anderen Schiffen, die schon andere Minecraft-Spieler gebaut haben. Aber ich bin eben eher für das Kleine. So, jetzt habe ich das hier auch. Jetzt kommt die nächste Reihe. So, und jetzt noch das oberste. Jetzt kommen, machen wir das Oberdeck. Oh, scheiße. Tut mir leid, dass ihr das gerade hören müsst, aber das ist ein anderes Spiel, das ich laufen habe. Wer wissen möchte, wie es heißt, es nennt sich Train Station und ist ein hobbyloses Spiel auf Facebook.
mal nebenbei noch dazu. Falls ihr weitere Minecraft-Let's Plays sehen wollt, könntet ihr euch auch die Let's Plays von Gronkh runter ansehen. Oder falls ihr bestimmte Verarschen mögt, wie die die White City macht, empfehle ich euch den neuen Kanal The Wireless. Von einer Person, die mit mir blutsverwandt ist. Deswegen, abgesehen davon empfehle ich noch Sarazar, der sehr viele Spiele spielt, die mir sehr gut gefallen. Das sind so ziemlich die drei Kanäle, die ich noch empfehlen möchte. Abgesehen davon noch für Minecraft-Bauideen Mr. Creative. Ich werde euch alle vier in die Beschreibung posten, alle vier Kanäle. Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Und ja, jetzt bauen wir weiter an dem Schiff, ne? So. So, jetzt haben wir auch diese Seite schon mal. Jetzt sieht das Schiff schon mal so aus. Einen Moment kurz, wer das Moritz! Ja? Hör auf! Ja, okay. Wer das gerade gehört hat, tut mir leid, ich werde es schneiden. Ich muss nur merken, welche Stelle das war. Also, wie man hier sieht, werde ich jetzt mal gucken, dass ich bis zum nächsten Tag hier noch einige Fackeln ins Schiff reinsetzen werde. Also so, dass ihr dann auch zu Genüge sehen werdet, was hier passiert. Also nicht, dass da irgendwelche Kommentare kommen von wegen: Ey, Pip, was soll denn der Scheiß jetzt? Wir sehen nichts. Dann tut es mir leid, aber ich werde mich gleich darum kümmern. Ich gehe mal kurz ins Creative Inventar und suche die Fackeln. Fackeln, Fackeln, Fackeln. Fackeln, 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 Fackeln. Song von Gronkh. Kohle, 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 Kohle. Kohle, Kohle, Schubdidu. Kohle, Kohle, Tralala. Kohle, 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 Kohle. So, damit es nicht heißt, ich hätte nicht genug Fackeln angebracht. Ich setze noch ein paar dorthin und dann hier hin. In der immensen Größe des Schiffs. So. Jetzt sieht man es doch zu Genüge, oder? Ach, da fehlt noch eine. So. Jetzt sieht man es ja wohl zu Genüge, oder? Ja, schön hell. Na, da soll mal einer sagen. Ich hoffe, ich sei nicht gut organisiert, ne? Und ui, diese Seite fehlt auch noch. Ich stelle hiermit noch übrigens noch mal eine Frage an alle, die sich dieses Let's Play angucken. Nämlich, ob ich die Kanonen so bauen soll, dass man von ihnen aus in das Schiff reinkommt. Wer ja, der soll es mir in die Kommentare schreiben, posten, sonst irgendwas machen, kein Leben haben. Das war ein Scherz. Natürlich sollt ihr alle ein Leben haben, sonst seid ihr ja alle tot. Dann kriege ich ja weniger Klicks hier. Ergo, ein bisschen Spaß muss sein. Halt den. Und ja, jetzt mache ich noch dieses Loch hier dicht. Wieder ein paar mehr Fackeln hier, ne? Dann mache ich gleich mal den Boden vom Schiff. Na, tut mir leid, wegen dieses zugeschnittenen.